droht Borussia Dortmund schon vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga die erste Hiobsbotschaft? Neuzugang Marius Wolf musste am Donnerstagvormittag das Training des BVB abbrechen. Eine Diagnose steht noch aus. Wolf war ohne Einwirkung eines anderen Spielers mit dem linken Fuß umgeknickt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde der 23-Jährige auf einem Golfkart vom Platz und in die Kabine gefahren. Bislang äußerte sich der BVB nicht zu einem möglichen Ausfall des Profis. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war vor der Saison für 5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Dortmund gewechselt. In der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Greuther Fürth 2:1. NV hatte Trainer Lucien Favre den Shootingstar der vergangenen Saison von Anfang an gebracht. Wolf hatte das Vertrauen mit einer guten Leistung zurückgezahlt. Punkt. Ob er beim ersten Ligaspiel des BVB gegen RB Leipzig am Sonntag zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten.